Moin moin und herzlich willkommen vom Busbahnhof im Bussimulator 21 hier auf der Map Seaside Valley in Europa, im Europa-Style. Schön, dass ihr mit am Start seid. Wir haben beim letzten Mal eine weitere Aufgabe abgeschlossen und neue Sachen bekommen. Sogar eine ist schon abgeschlossen, das finde ich sehr gut. Einen neuen Bus können wir gerade nicht kaufen, das sollte aber relativ schnell auch machbar sein. Wir haben ja beim letzten Mal auch einen Gelenkbus gekauft, das ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Hätten wir den nicht gekauft, hätten wir jetzt einen CNG-Bus gehabt. Egal, fahren wir einfach ein, zwei Touren, dann ist das auch wieder drin. Wir sollen jetzt einen Zahltag auf der Route und auf der Route zahlen. Jetzt ist River Promenade, Workers Alley, Main Station, Amber Gate, City Hall, Victory Road und Radovanovic Bridge. Die Frage ist, wo sind denn diese ganzen Haltestellen? Trading Center. Wo sind die denn überhaupt hier in der Mitte? River Promenade müsste doch hier vorne sein, ne? Radovanovic. Okay, das heißt, die können wir schon mal nehmen. Vielleicht sollten wir mal Route. Ne, Route erstellen. Also, was sollen wir machen? Radovanovic. River Promenade. Main Station ist auf jeden Fall da. Amber Gate. Ah, warte mal. River Promenade. Workers Alley. Ach, scheiße, da können wir nicht. So, können wir die ausbauen? Oh, da ist ein Bus angekommen. Können wir nicht ausbauen? Wir sind doch da aber schon ein paar Mal vorbeigefahren, an der oder nicht? Das ist natürlich scheiße, weil da müssen wir halten. Da müssen wir aus den Routen hier. Tatsächlich. Die mal rausstreichen. Lassen wir ihn mal so fahren. Weil sonst kriegen wir das nicht hin. So, was war jetzt? River. Ja. Main Station. Amber Gate. Das kann doch nicht sein. Der, ne? City Hall. Victory Road und. Ja. Nice. Und dann fährt er halt immer im Kreis. Wir können nur nicht Amber Gate halten. Das müssen wir mal reparieren und gucken wir mal, ob wir Amber Gate denn ausbauen können. Auch noch nicht. Das heißt, auch da müssen wir eine Route rausnehmen. Muss der Trading Center auch halten? Nee. Giants Alley. Und dann fährt er da wieder drauf. Jo. Was ist denn da los? Der King hier im Erstellen der Routen. Nee, Spaß. Ist jetzt, naja. So, da setze ich mal den Bus drauf. So, und den nehmen wir aber auch direkt, ne? Eile rein. Jo. Läuft denn? Abgeschlossen. Wir fahren die Linie aber heute noch. Wir müssen dann nämlich sowieso noch. Müssen wir sowieso dieses Mal, weil wir müssen Geld holen für den G-Bus. Und deswegen fahren wir die eben auch hier natürlich. Einmal.
ohne Gnaden. Ja, er gibt auch noch Gas. Genau, was ist das denn jetzt schon wieder? Jetzt ist er ausgestiegen. Und da ist so viel... Ey, guck mal, wie viel Platz da eigentlich noch ist. Die Hitbox vom Bus ist einfach viel zu groß. So, wir fahren jetzt hier in die Innenstadt übrigens rein. Und deswegen melde ich mich jetzt hier, weil wir hier eben noch gar nicht waren und weil es hier eben auch ein bisschen enger wird. Was mir ja auch sehr gut gefällt, ne? Eng. Man feucht. Ist immer schön hier, wenn es regnet. Nichts anderes war gemeint. Wow, ein Mensch. Das Alter hatten wir auch zwischendurch mal wieder. Und. Also sehr, sehr nice. Jetzt steigen sie auch alle aus. Wunderbar. Und weiter geht's. Hallo. Vielleicht die Hintertür aufgemacht. Wow. Bärtenleben mal wieder am Start. Und dieses mit dem Scheinwischer nervt mich so. Ich brauche keinen Scheinwischer. Wozu? Selbst so reingezoomt sehe ich gut. Alter. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich mach die bald aus, ne? Diese zufälligen Ereignisse, ey, das nervt mich schon ein bisschen. Ich weiß nicht, das wievielte Mal das jetzt war. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. Dann können wir vielleicht sogar noch einen Bus kaufen nachher. Müssen wir mal gucken. Inwiefern... wir da jetzt Geld schon wieder bekommen haben. Wenn wir hier rum sind. Aber es macht doch wenigstens mehr Spaß, hier in der Stadt zu fahren, als auf diesem Außenring, der ja im Zeitraffer zu sehen war. Aber hier macht es viel, viel mehr Spaß. Das ist, ja, ich finde einfach diese riesengroße Ringstraße außenrum mega langweilig. Und wenn wir keine Aufgaben haben, werde ich da auch keine Linien lang führen, die wir selbst fahren. Das können dann gerne die NPCs, Busfahrer machen. Ich fahre da nicht. Ich fahre dann hier in der Altstadt ein bisschen rum. Sonnenstein Airport und so. Finde ich cooler. Übrigens sehr schlau, immer nur die zwei mittleren Türen aufzumachen. Keiner will ein Ticket. Punic Gasse, Punic Alley. Ist auch so ein Ding, ne? Dass die Namen hier auf Englisch stehen und er das auf Deutscher Bahn sagt. Ja, du musst hinten aussteigen, Frau. Hier ist sie. Ne, klar. So, gucken wir mal, wo du hingehst. Setz dich. Was? Ach so, hier. Wie bitte? Ich bin. Ah. Ich dann ein, wenn er es beabsichtigt. Ey, immer die Hupe. Ach, das hat er gemeint. Warum fährt er jetzt nicht? Fährt der Bus nicht, aber die Türen sind zu. Türen sind zu.
fährt der Bus nicht mehr. Ja, habe ich den. Hä? Hallo? Ja, neutral. Also Gas geben tut er ja, aber er fährt nicht los. Jetzt fährt der Bus nicht mehr. Ich glaube, ich gehe nicht zum Jazzfestival. Es gibt keine Band, die ich unbedingt sehen will. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Okay, jetzt bin ich in den anderen Bus gereist und wollte mal schauen, ob der jetzt losfährt. Und zack, war er hier im Depot. Das heißt, irgendwas war kaputt an der Linie. Gut, ist jetzt so. Können wir nicht ändern. Wir haben aber genug Geld, um einen neuen Bus zu kaufen. Das machen wir noch. Dann kriegen wir nämlich die nächste Stufe. Dafür würde ich sagen, gehen wir aber mal hier zum Bushändler. Und schau mal. Ich glaube, wir haben nur einen Bus, den wir kaufen können. Ja, sehr schade, dass wir die Tour jetzt nicht beenden konnten. So, und zwar... hier. DNG. Oh nee, wir haben zwei. Da würde ich jetzt den MAN kaufen. Wenn er etwas teurer ist. Huch, jetzt ist er auf den falschen Bus gesprungen. Wir gehen noch schnell einmal reinschauen. Und fährt er jetzt schneller als der Vico? Ich glaube schon, ne? Nice, haben wir überlebt hier, das Dingens. Schön, neuer Bus ist auch am Start. Den müssen wir jetzt nur noch kaufen, dann ist die Aufgabe auch geschafft und dann können wir beim nächsten Mal schon mit der nächsten Aufgabe fortfahren. Ja, den kaufen wir uns. Die Stadtverwaltung schickt freundliche Grüße. Die neuen Umgehungs- und Ausfallstrecken sind ein überwältigender Erfolg und werden der Allgemeinheit noch jahrelang von Nutzen sein. Gute Arbeit. Ich habe bereits eine neue lukrative Aufgabe für dich am Haken. Peter, wollen Sie uns einen kurzen Überblick geben? Ja, das will ich in der Tat. Kommen wir gleich zur Sache. Der Tourismusvorstand hat um eine Sightseeing-Linie durch Old Town gebeten, die für die Einwohner und Touristen gleichermaßen attraktiv wäre. Und obwohl ich glaube, dass euer Netzwerk fast perfekt ist, gibt es hier und da noch ein paar Kanten, die man glätten könnte. Immer mehr Menschen nutzen täglich unseren öffentlichen Nahverkehr. Mal sehen, ob wir sie alle zum Wechseln animieren können. Die Stadtverwaltung verbindet diesen Meilenstein mit einer beträchtlichen Vergütung. Schade, ich dachte, wir können den hier als Sightseeing-Bus nehmen, weil das wäre geil. Das wäre jetzt cool gewesen. Aber nein, ist nicht so. Aber haben wir neue Busse bekommen? Nee, ne? Ah, hier oben sind jetzt bald alle frei. Ist noch einer.
Gut, damit haben wir das aber gemacht. Jetzt gucken wir noch einmal auf die Dingens. Gesamtzufriedenheit haben wir super. Kathedrale. Kathedrale. Die ist hier in der Stadt irgendwo. Glaube ich. Da. Auf Stufe 5. Oh, die ist schon Stufe. Ah, die sind schon hohe Stufen. Okay, na gut, dann müssen wir da auf jeden Fall Linien machen. Old Town. Main Station. Ist hier. Und sind. Ah, okay, also eine hin und her. Dann nehmen wir. Das ist easy. Nur wir müssen die halt ausbauen. Aber da wir die zweimal anfahren können, ja, glaube ich. Hehe. Ist das, glaube ich, praktisch, dass wir das ganz gut hinkriegen. Ja, okay, Leute. Das wäre es gewesen mit dieser heutigen Folge Bussimulator 21. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.